Ist Minecraft pädagogisch wertvoll? Diese Frage stellen sich oft Eltern, dessen Kind Minecraft spielen möchte, und diese Frage kläre ich heute in diesem Video. Aber was ist eigentlich Minecraft? Minecraft ist ein Open-World-Sandbox-Game, also auf Deutsch ein Spiel ohne einen vorgegebenen Weg und mit unendlich vielen Möglichkeiten, was man machen kann. Ich spiele selbst seit 2016 Minecraft und produziere hier auf YouTube Videos zu diesem Spiel. Minecraft ist zwar ein Computerspiel und kostet auch noch Geld, aber es ist nicht mega teuer. Am PC kostet es nur einmal 29,99 € und am Handy nur 6,99 €. Und man muss auch keine Updates kaufen. Wenn man das einmal gekauft hat, hat man es für immer. Es gibt andere Spiele, welche viel teurer sind, mit 50 € und aufwärts. Dazu kommen die Anforderungen an den PC, welche sehr gering sind. Durch die blockige 16x16 Textur braucht man keinen High-End Gaming PC, sondern ein Office PC reicht komplett aus. Aber ist es auch pädagogisch wertvoll? Ja, da durch dieses Spiel die Kreativität und räumliches Vorstellungsvermögen gefördert wird, wenn man eigene Häuser, Dörfer und ganze Städte plant und danach auch selber baut. Minecraft kann man auch mit Freunden spielen und somit wird Teamgeist, welcher später im Beruf sehr wichtig ist, gefördert. Wenn man sich jetzt noch mit Redstone beschäftigt, bekommt man ein gutes technisches Verständnis. Es gibt auch einen Überlebensmodus, in dem man ums Überleben kämpft und alles selber aufbaut. Die Ressourcen, welche man zum Bauen nutzen möchte, muss man selber farmen und bekommt dadurch viel Durchhaltevermögen, welches im Beruf und auch in der Schule sehr wichtig ist. Man kann auch selber Minecraft erweitern mit Mods und Datapacks. Somit hat man auch noch nach vielen Jahren Spaß an Minecraft. Man kann diese Datapacks und Mods kostenlos aus dem Internet downloaden oder auch selber programmieren. Dadurch kann man Grundlagen des Programmierens und der IT lernen. Wenn man auf größeren Servernetzwerken wie gomadi.net verschiedene Minispiele spielt wie Citybuild, kann man lernen, mit Geld umzugehen und auch Grundlagen für wirtschaftliches Handeln lernen. So lernt man, Verantwortung zu übernehmen. Es gibt aber auch eine Sache, welche brutal ist, wenn man es so nennen kann. Monster. In der Nacht können Zombies, Skelette und vieles mehr spawnen, aber wenn man in der Nacht schläft, bekommt man damit keine Probleme. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass Minecraft brutal ist, da vor allem diese Zombies und Skelette nicht sehr gruselig aussehen. Dazu lernt man auch viele Wörter aus der englischen Sprache, wenn man Englisch als Sprache einstellt, Zehnfingertippen und Reaktionsgeschwindigkeit. Wenn ich dir helfen konnte, Minecraft zu verstehen, abonniere doch gerne meinen Kanal und wenn du mehr über Citybuild auf gomadi erfahren möchtest, empfehle ich dir meine erste Folge zu diesem Thema. Tschüss.